In der Notaufnahme wird Assistenzarzt Frederik Seehauser die 18-jährige Marie angekündigt. Die Patientin hat eine dicke Lippe und ist in Begleitung einer Freundin. Die Schülerinnen werden sich noch als echte Busenfreundinnen beweisen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Seehauser, hallo. Marie, hallo. Hallo. Seehauser, hallo. Nee, okay, was haben wir denn vorliegen? Ich weiß auch nicht, das brennt seit heute Morgen total. Okay, hat heute Morgen angefangen zu brennen? Ja. Okay. Und seit heute Morgen auch so geschwollen? Ja. Heute Morgen geschwollen, okay. Ja, sie hat auch schon total viel Creme drauf gemacht, wie man sieht, aber irgendwie bringt das leider überhaupt nichts. Okay, Creme auch. Ja, das ist eine leichte Entzündung. Ja. Vor allem, sie hat heute Abend, dass sie zum Abiball eingeladen und sie kann doch nicht so zum Abiball gehen. Nein. Na gut, das ist schon echt ordentlich. Ne? Also ich muss ja so ein bisschen enttäuschen, ich taste einmal gleich ab, aber ich glaube, das wird heute Abend, das können sie knicken. Das sieht mir schon ziemlich, so gefreut. Ist mir schon ziemlich entzündet aus. Okay. Das brennt. Was habt ihr denn da gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Sie hat mich heute Morgen total panisch angerufen und meinte, dass ihre Lippen total brennen. Okay. Ich meine, hier, das und als ich es dann gesehen habe, ja. Schon mal im Lippenrotbereich sehen wir hier eigentlich auch eine Einstichstelle, die sich entzündet hat. Hat dich da was gestochen? Hast du selber irgendwie... Nein. Gar nichts. Okay, schauen wir uns das Ganze noch einmal so an. Einmal leicht auf. Ich hier. Wenn ich hier so drücke, tut das weh? Ja, tut das weh. Brennt. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Spannungsgefühl drunter, unter der Lippe. Das glänzt ja auch total. Ja. Und eingecremt, haben sie gesagt, haben sie es denn jetzt auch heute? Ich habe das eingecremt. Ich dachte, das wird besser, aber es hilft alles nichts. Okay, hilft alles nichts. Also kühlen an sich ist schon mal richtig, bloß nicht halt immer mit dem Kühlpack an sich direkt, also keinen direkten Hautkontakt. Das kann immer zu Hause auch schon die ganze Zeit gekühlt. Okay, das kann immer nämlich zu Kälteirritationen führen. Ist okay bei Ihnen? Nicht so. Ist total warm. Was ist denn jetzt? Und, oh, alles ist mir gerade bisschen zu viel. Bisschen zu viel? Ja. Also sich vielleicht mal daneben setzen. Das wäre ganz gut. Rutschen Sie einmal rüber, wunderbar. Also Ihnen ist total. Okay. Schon mal, haben Sie genügend getrunken heute? Ja, eigentlich schon. Jetzt mal einen Rollstuhl holen. Wir fahren die Dame mal rüber in den Schockraum, dann teilen wir die beiden Patienten. Eigentlich geht's dir doch schlecht. Nele, was ist denn jetzt los? So scheiße. Es ist nicht selten, dass gerade Angehörige von Patienten bzw. in diesem Fall Freundinnen, die neu in unser Klinikumfeld kommen, leichte Kreislaufproblematiken entwickeln. Das liegt zum einen hier, dass meistens hier eine stehende Luft herrscht, also keine Zugluft herrscht. Zum anderen auch, dass hier verschiedenste Eindrücke und Gerüche sind, sei es von Desinfektionsmitteln oder Eindrücke eben von Blutentnahmen oder Ähnlichem. Die können dann schon zu einem Unwohlsein führen. Aber bei Nele sollte das ernster sein. Zwischen Maries dicker Lippe und Neles Unwohlsein gibt es eine Verbindung. Die Freundinnen haben gemeinsam etwas angestellt, das gefährlich enden kann. Der Assistenzarzt entdeckt bei der Untersuchung der zweiten Patientin zunächst etwas völlig Unerwartetes. Genau, einmal verkabeln. So mit dem Luftkriegen, wie ist das bei Ihnen? Geht so. Geht so. Mir ist mega kalt. Mega kalt. Dann machen wir bitte kurz die Nasenbrille. Ich hole mir mal ein Stethoskop. Nele, was ist? Stirbt sie? Wir sind ganz am Anfang erst bei der Diagnostik. Ich gehe kurz ihre Mutter anrufen, ja? Das ist das Beste. Ja. So, ganz ruhig mal weiteratmen. Als zu dem Unwohlsein und den leichten Kreislaufproblemen auch eine gewisse Atemproblematik hinzukam und die Patientin Schwierigkeiten hatte beim Antworten bzw. einen somnolenten Eindruck gemacht hat, wollte ich auf jeden Fall sicherstellen, dass die Atmung gewährleistet ist. Deswegen wollte ich sie abhören. Aber was ich dann unter der Bluse gesehen habe, ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Guck mal. Was ich hier beim Abhören gesehen habe. Ist eh noch verknabbern. Hat hier auch irgendwelche Entzündungen drauf. So. Der ist ganz rot, ne? Ja. Das ist ein Brustrand, der ist komplett rot hier. Okay, das ist schon dran. Okay. Kleben wir ganz fix noch schnell den Zugang. Okay. Das irritiert jetzt schon so ein bisschen. Ordentlich, ja. Vor allem sind da auch so kleine, siehst du die Punkte? Auch so ähnliche Punkte, Einstichstellen, ja. Das sind irgendwie alles zusammen. Sieht schwer danach aus, nach Einstichstellen. Okay. Sie bleiben schön bei uns, ne? Weiter atmen. Beim Abhören sind mir sofort die Hautrötungen und Schwellungen im Brustbereich aufgefallen. Die sind schon ziemlich ungewöhnlich. Zudem hat mich Schwester Anna noch auf kleine Einstichstellen rund um den Mamillenrand bzw. auch im unteren Brustrand hingewiesen. Das gehört da normalerweise so nicht hin. Das sind keine typischen Einstichstellen, wie wir sie zum Beispiel von insulinpflichtigen Diabetikern kennen. Hier lag was vor, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht deuten konnten. Der Mediziner vermutet aber, dass Nele etwas in die Brust gespritzt wurde und sie jetzt allergisch darauf reagiert. Da sich ihr Zustand verschlechtert, verabreicht Frederik Seehauser ihr ein Antiallergikum und informiert dann die Mutter der 17-Jährigen. Ist das Ihre Tochter? Ja, das ist meine Tochter. Was hat sie denn? Wir gehen davon im Moment von einer allergischen Reaktion aus, sind uns aber leider noch nicht ganz so sicher. Du liebe Güte. Dann decken die Patienten aus dem Teil ab. Nele, mein Engel, was ist mit dir? Mhm.
Leider wissen wir es noch nicht ganz genau. Also der Kreislauf war relativ instabil. Wir werden sie jetzt gleich verlegen. Wissen Sie irgendwas von Allergienunverträglichkeiten? Nein. Da gar nichts? Nele ist ein kerngesundes Kind. Die hatte noch nie irgendwas. Okay. Allergien hat sie auch keine. Okay, Nele, was habt ihr denn gemacht? Relativ schnell stand für mich klar, dass die beiden Damen irgendein Geheimnis haben müssen. Wir hatten bei beiden Patientinnen Einstichstellen, bei der einen im Lippenbereich, bei der anderen im Brustbereich. Beide wiesen allergische Reaktionen bzw. Unverträglichkeiten auf. Die eine heftiger, die andere weniger heftig. Irgendwie hing das zusammen, aber beide wollten nicht verraten, was genau ging. Was passiert jetzt mit ihr? Also die Patientin kommt jetzt auf eine Überwachungsstation. Hat folgenden Hintergrund. Wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass der Zustand soweit stabil ist. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Ich klemme mich gleich um. Was habt ihr schon wieder angestellt? Jetzt gemacht? Weder Neles Mutter Katja noch der Assistenzarzt glauben Marie. Deswegen will Frederik Seehauser noch einmal in Ruhe mit der 18-Jährigen reden. Das Gespräch geht allerdings nach hinten los. Ja. Wie siehst denn du überhaupt aus? Was ist denn mit deinen Lippen los? Nichts. Wir haben nichts gemacht. Aber das sieht nicht nach nichts aus, Marie. Was habt ihr angestellt? Wir haben nichts gemacht. Das kam auf einmal. Ich weiß auch nicht, was jetzt mit ihr los ist. Okay, aber es ist natürlich schon wichtig, dass wir möglichst viele Informationen bekommen. Also, wir haben zum einen haben wir die Einstichstellen bei Ihnen im Mundraum, die Entzündungen gesehen. Nein, ich lasse mich jetzt hier auch nicht verhören. Bleib hier! Nein. Du bleibst jetzt Nein. hier! Lass mich in Ruhe! Du musst uns sagen, was passiert mit Marie! Okay, kannst du mal ganz kurz hinterherlaufen? Die ist gerade auslaufen. Wenn Sie einmal kurz mitkommen, bitte, das wäre super. Tut mir leid, jetzt habe ich Sie auch noch vertrieben. Ja, also es geht jetzt erstmal darum, wir müssen uns jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, was mit Ihrer Tochter los ist. Sie ist die Einzige, die uns sagen kann, was mit meiner Tochter los ist. Okay, besteht irgendwie die Möglichkeit, dass sie eventuell... Ist direkt weg. Ist direkt weg? Oh, das tut mir so leid. Ich kann höchstens bei der Oma anrufen. Marie wächst bei ihrer Oma auf. Ich habe die Telefonnummer. Vielleicht kann die uns helfen. Okay, also sie wohnt bei ihrer Oma zu Hause? Ja, die Oma zieht sie groß. Okay, das wäre natürlich super, wenn Sie die dann telefonisch verständigen können. Nach Katjas Anruf will Maries Oma in die Klinik kommen. Die Rentnerin wird eine Schlüsselrolle im Fall um die Freundinnen spielen. Seit einer Stunde ist Marie schon verschwunden und Patientin Nele unter Beobachtung. Doch endlich gibt es gute Neuigkeiten. Die Intensivstation war soweit nicht nötig. Wir haben sie jetzt auf die Intermediate Care verlegt. Sie ist soweit kreislaufstabil. Mhm. Natürlich fragen wir uns jetzt, wie kann sowas passieren? Woher kommt das? Haben die da irgendwie einen Anhaltspunkt? Sie hatten ja im Schockraum gesagt, Ihnen sind keine Allergien bekannt. Oder Nein. Sonst das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, sie findet ihre Brüste zu klein. Vielleicht hat sie sich irgendwas draufgeschmiert. Oder ich hatte Ihnen das ja gezeigt. Diese Einstichstellen, die wir da gefunden haben, schon im Schockraum. Dazu diese starke Rötung, die wir da gesehen haben. Auch die Freundin, ich glaube, die hieß Marie. Ja, Die hatte auch Einstichstellen im Mundbereich. Also für mich sieht das so aus, als ob die sich da jetzt irgendwas injiziert haben. Wenn Sie jetzt auch noch sagen, sie findet ihre Brust an sich zu klein und können sich vorstellen, dass sie da vielleicht irgendwas injiziert hat. Nele, auf gar keinen Fall. Das würde sie niemals tun. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es Marie war. Ist auch kein Wunder, das Kind wächst bei ihrer Oma auf. Die kommt nur auf so bescheuerte Ideen. Die Information, die sie nur hatte, war, dass Nele schon immer unzufrieden war mit ihrem Brustumfang bzw. ihrer Körbchengröße. Die Einzige, die aber Informationen hatte, oder beziehungsweise die Informationen, die diesen Zustand begründen könnten, hatte Marie und die war leider weg. Ich frage mich jetzt da nur, woher haben die beiden Mädels was bezogen? Beziehungsweise ist ein Kollege dafür verantwortlich oder was haben die sich injiziert? Und das würde auch dann die allergische Reaktion ihrer Tochter wahrscheinlich begründen. Ich würde sie direkt jetzt mitnehmen. Wir gehen jetzt auf die Intermediate Care. Das ist ein sensibler Bereich. Nur müssen Sie darauf achten, Sie müssen gleich durch eine Schleuse durchgehen. Frederik Seehauser fragt sich, warum die Freundinnen nicht mit der Wahrheit herausrücken. Irgendetwas scheinen die beiden unbedingt verheimlichen zu wollen. Hauptsache ist jetzt erstmal, dass es Nele besser geht. Das Antiallergikum hat ihr zum Glück geholfen. Aber sie ist ein bisschen traurig noch. Ja. Schatzl, mir tut das alles so leid, Mama. Oh Mann, Mäuschen. Aber du musst uns jetzt erzählen, was passiert ist, bitte. Ich kann es dir nicht erzählen, ich weiß es nicht. Marie hat so eine Spritze mitgebracht, ich weiß aber nicht, was es ist. Ihr müsst jetzt mit der Sprache rausrücken, Baby, sonst können wir dir nicht helfen. Aber ich weiß es wirklich nicht, Mama, mir tut es so leid. Ist ja gut. Die nächste Frage, die auf jeden Fall jetzt zu klären ist, ist, welcher Wirkstoff bzw. was haben die Mädchen sich dort gespritzt? Das, was gespritzt worden ist, hat Nele ja zugegeben. Für mich ist nur wichtig jetzt, was haben sie jetzt injiziert und wie sind sie an den Stoff rangekommen? Sie hatten ja auch so einen Verdacht, warum man sich da was injiziert bzw. woher da die Grüße... Ja? Hallo? Da kommt sie ja. Na, da kommt sie gar nicht. Komm jetzt. Du
sagst uns jetzt endlich, was los ist. Tut mir leid. Warum tut es Ihnen denn jetzt leid? Ich verzeihe aus, hallo. Hallo, ich bin der Nico, ich habe gerade einen Schaden. Hallo. Bitte, jetzt sag, was passiert. Sie ist nach Hause gekommen, total verstört. Hat mir erzählt, was passiert ist, was sie gemacht haben. Und was haben sie gemacht? Ja, die haben also nun erzählt schon. Also, ist ja, halt so, nee. Dass, also Nele und ich, also Nele ist halt unzufrieden mit ihren Brüsten und ich mit meinen Lippen. Und dann haben wir uns so eine Creme bestellt, so, die das halt größer machen sollte, aber die hat nichts gebracht. Und dann... Naja, dann... Und dann... haben wir was anderes ausprobiert. Ja, wir haben also von mir, ich nehme Hyaluron gegen meine Arthritis-Schmerzen. Ja. Spritze ich mir und das haben sie sich wohl genommen und haben geglaubt, dass sie damit wohl sich die Lippen etwas vergrößern können und den Busen. Hm. Ich sehe, dass Sie gehen ja im Rollator. Ja. Sie benutzen gegen Arthritis-Schmerzen die Hyaluronsäure? Ja, ja. 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 Das ist ja... Aber Mädels, ihr müsst schon wissen, das ist was komplett Verschiedenes. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, Nico, du wirst das wahrscheinlich auch genauso kopfschütteln zu sehen. Ja. Ich habe Ihnen da auch von... Ach, Sie haben dieses Präparat mitgebracht. Habe ich mitgebracht, damit ja. Sie sehen können. Nico, du mal einen Blick drauf. Wie sich herausgestellt hat, kam es jetzt zu einem relativ unglücklichen Missverständnis. Die beiden Mädels haben der Oma ein Hyaluronpräparat geklaut bzw. zweckentfremdet. Theoretisch sehen die Hyaluronpräparate, die man in der ästhetischen minimalinvasiven Chirurgie anwendet, ähnlich aus und auch Fertigspritzen, die abgepackt sind. Und so sehen auch Spritzen aus, die man eben bei Arthrosebehandlungen benutzt, im Kniebereich zum Beispiel. Bei der Hyaluronsäure im ästhetischen Bereich ist höchstens noch ein schmerzstillendes Medikament drin, wie zum Beispiel Lidocain oder Prolidocain. Bei den Wirkstoffen im Kniebereich sind noch ganz viele andere Fremdproteine drin. Und diese Fremdproteine sind wahrscheinlich auch für den Zustand von Nele verantwortlich gewesen. Von der Verpackungseinheit her sieht das ungefähr aber gleich aus. Generell zu einem Volumenzuwachs im Brustbereich ist Hyaluronsäure zu benutzen, ist sowieso nicht clever, weil du hast, das ist nur geringe Milliliter-Anzahlen, da hast du nicht so viel mehr Fülle drin. Also sie sind ja hier bleiben, am mindestens noch eine Nacht auf jeden Fall hier bei euch, ja, Nico, zur Beobachtung. Die entzündlichen Prozesse im Brustbereich, die soll sich nochmal ein Dermatologe am besten anschauen, ob wir da nicht mit einem Hydrogel arbeiten müssen. Ja. Und bei der Lippe, da würde ich sie am liebsten gleich nochmal mitnehmen. Wir gucken uns das nochmal ganz in Ruhe an. Man kann auch, ich sehe auch eine leichte Asymmetrie, das ist auch nicht richtig injiziert. Aber ich denke mal, ihr habt beide auch eine ganz schöne Quittung davon getragen. Also die Hyaluronsäure, auch wenn sie sehr dünn vernetzt ist, das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen. Also du wirst ein paar Wochen damit Spaß haben und bei dir ist das ähnlich. Es können sich jetzt auch noch Granulome bilden, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Das sind kleine Gewebeknötchen. Aber richtig clever war das nicht, meine Damen. Tut mir leid. Ist ja noch mal gut gegangen, Gott sei Dank. Das Alter der Patientinnen, die Eingriffe im ästhetischen Bereich vor sich nehmen, gerade eben in diesen kleinen ästhetischen Eingriffsbereichen, die wird immer jünger. Gerade viele Patientinnen mit Anfang 20 oder aber auch schon unter 18 Jahren, also minderjährige Patientinnen, versuchen, in diesem Markt zu nutzen. Häufig merken wir das auch in der Klinik, dass vor Großereignissen wie zum Beispiel Weihnachten oder Silvester, wo Patienten sehr hübsch aussehen wollen, sich dann solche Prozedere unterziehen. Schlimm wird es dann immer, wenn Patienten es selbst oder untereinander bei sich machen. Dann kann man meist immer davon ausgehen, dass es hier zu einem Krankheitsbild oder einer Verletzung kommt. In diesem Fall ging es um einen Abiball und das Ergebnis konnten wir bei beiden Patientinnen gut erkennen. Abgesehen davon dürfen Sie sich niemals etwas injizieren, ja, wo Sie nicht, ja, wissen, was da drin ist. Ne? Ja, das ist super gefährlich. Aber sonst interessieren sich doch auch keine Jungs für einen. Ach, das Sie stimmt wissen doch gar nicht, wie das ist. Nele, du bist doch so hübsch. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Und Marie, du auch. Ja. Guckt euch doch mal an. Ja. Bildschöne Mädels. Der Arzt verschreibt Marie eine Kortisonsalbe, wodurch die Schwellung ihrer Lippe zurückgeht. Nele bekommt von einem Dermatologen der Klinik ein Gel. Damit heilt die Entzündung ihrer Brust ab. Den Schülerinnen geht es wieder gut und Nele hat sogar einen Freund.